Ach du Scheiße, ich kann hier scrollen, oh Gott. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und der Titel bezog sich eigentlich da so ein bisschen drauf. Oh mein Gott, so viel. Ja, ich habe es auch so ein bisschen verkannt, muss ich sagen. Es ist mir gestern erst so ein bisschen bewusst geworden, beziehungsweise eigentlich heute erst bewusst geworden, dass ich hier so endlos viel jetzt zu tun habe. Alter, oh, es ist mir wirklich nicht bewusst geworden, dass ich ja hier kaum gespielt habe im Pass, weil ich mit den Accounts ja wirklich nur immer so ein bisschen Clankrieg jetzt, ja, ich habe mal ein bisschen Pass gemacht, klar, du spendest mal, machst mal einen Angriff und dann ist das aber gewesen. Aber ihr seht, dass hier Nachtdorf nichts gemacht, immerhin schon mal ein bisschen was mit den Schweinen. Ich habe noch nicht mal, ihr wisst genau, diese beiden hier, die sind von den ersten Challenges noch, von den ersten Tagen, die habe ich noch nicht mal fertig. Oh Mann, ey, ich habe echt viel zu tun. Also ihr braucht jetzt nicht hoffen, dass jetzt jeden Tag was hier von den ganz, ganz frischen Zehner kommt, aber ihr seht hier mal wieder meine grenzenlose Faulheit. Und aber ich meine, einen Angriff habe ich schon gemacht, denn ich habe wenigstens hier bei beiden schon mal den X-Bogen rausgebracht, also beim Donnerbengel übrigens auch, und habe hier schon mal, hey, die Mauern angeflanscht. Ich bin so ein fauler Hund, sage ich mal. Ich habe mir einfach diese Mauerstücke genommen und das ist erstmal meine alte Rathaus 9 Base. Ja, weil ich ja so ein fauler Basebauer bin, habe ich irgendwann mal festgestellt, hey, wenn du einfach die Mauern hier hinten so ein bisschen ranflanscht, rechts und links, dann also auf 3 Uhr und auf 9 Uhr, dann passen die erstmal rein und du hast immer noch deine Base. Ich muss hier noch ein bisschen umbauen. Das heißt also, der dunkle Topf kommt irgendwann in der Mitte, das Rathaus kommt dann dahin, wo jetzt der dunkle Topf ist und so weiter. Also noch so kleine, feine Verbesserungen, aber das wurmt mich schon wirklich, muss ich sagen. Und ich hab das ja bei beiden Accounts auf. Zudem kommt es auch noch. Clanspiel, 0 Punkte, abgelaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, Donnerwetter, jetzt kommt aber wirklich alles auf einmal. Mann, Mann, Mann. Da habe ich auch noch so bockschwere Aufgaben hier. Okay, das können wir natürlich machen. Zwei Labore, die schaffen wir gerade so. Also ich will ja jetzt auch nicht abgestempelt werden als Clanspiel-Leecher oder so. Sondern ich will ja dann doch schon so ein bisschen eigentlich so als halbwegs aktives Mitglied hier mitspielen. Das Ganze ändert sich sicherlich, wenn ich mit dem Alex auch irgendwann mal jetzt aus dem Clan, denke ich mal, irgendwo rausgehe und in andere Clans spiele, wo ich dann so ein bisschen mehr dazu gezwungen werde, natürlich vielleicht auch solche Dörfer hier, oh, das ist ein schönes Dorf, oder die Dörfer überhaupt so ein kleines bisschen aktiver zu spielen. Denn hier ist das natürlich so, dass wir oder dass ich hier ja mehrere Accounts habe, die ich bespiele, und so sieht es natürlich immer aus, als wenn der Toto ja irgendwie so da ist. Ja, obwohl ich gar nicht da bin. Ach nein, das stimmt natürlich nicht. Also es ist schon ein bisschen Aufwand, hier so mehr accountig zu spielen, aber schlimm ist es jetzt nicht. Also, oh, ich habe einen Halsauer dabei, geil. Aber mal sehen, ich werde das Beste daraus machen, aber ich habe es echt nicht gesehen, Leute, dass es da so viel ja jetzt für mich zu machen gibt. Und ich habe jetzt so ein bisschen Sorge um meine anderen Accounts. Ach, schade, da hinten habe ich eigentlich gedacht, geht die Luftabwehr noch weg, aber wir machen uns hier irgendwie, blitzen wir uns eine weg. Die Base hier ist nicht gerade schlecht. Ich glaube, die kriege ich gar nicht weg mit meinen beiden kleinen Blitzis hier, ne? Kann das sein? Oh, die kriege ich nicht mal weg. Doch, warte mal. Ich habe ja 4 Blitz. Ich habe ja 4 Blitz gehabt, oder? Das waren jetzt gerade 2. Okay, so geht es. So können wir es machen. Dann können wir hier so ein bisschen weiter rein. Und nehmen jetzt mal hier hinten die Drachen. Und dann können die hier weiter fliegen. So, ja, das sieht erstmal ganz entspannt aus. Die sind ja immer noch nicht so dolle, ne? Queen ist da aber noch, King ist noch, noch dabei. Queen ist noch zündbar, allerdings muss ich die jetzt wahrscheinlich gleich zünden. Ah, mein Heil, der ist auch gut für die Balance hier, jawohl. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und, hey, da unten ist noch der, da war ja der, der Golem. Ah, nicht schlecht. Okay, hier haben wir das Labor. Nicht, dass ich das Labor auch verpeile. Ist übrigens nicht schlimm, wenn die jetzt hier so ein bisschen Rundreise machen. Denn der hat natürlich alles hier außen in den Minen und Sammlern und weniger in den Lagern. Also ist das überhaupt nicht schlimm. Das stört mich jetzt überhaupt nicht. Was mich jetzt schon ein bisschen stört. Immerhin Adler gepackt und das Rathaus kriegen wir auch. Okay, also Sterne kriegen wir hier rein. Leute, Leute, Leute. Ich habe es echt nicht gesehen. Naja, egal. Was willst du machen, Toto?
muss ich jetzt durch. Und es ist mir gestern Abend schon aufgefallen, aber da war ich dann auch nicht mehr so in Clash of Clans Ultra-Stimmung. Vor allen Dingen nicht nach der Woche mit den vielen Streams, muss ich sagen. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. War ich Freitagstream auch oder war es nur Samstag, Sonntag? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber war schon viel, also mit Draufgabe auf den Sonntag. Und hat mich auf jeden Fall gefreut und waren ja auch wieder lustige Runden dabei. Also wir haben auch viel gesehen, viel Clankrieg vor allen Dingen gesehen. Und im Moment bin ich allerdings nicht bei den Spätzles. Das hat den einfachen kleinen Hintergrund, dass ich immer zu den CKs jetzt zu spät kam. Ich war jetzt immer so ein bisschen mit dem Toto hier spenden im kleineren Clan, also bei den Herausforderern. Und bin dann nicht pünktlich zur Suche da gewesen. Ist natürlich auch ein bisschen doof. Ich habe ja einen CK immerhin mitgemacht, habe ja auch meine Sterne gemacht. Oh, da haben wir ganz gut gemacht, glaube ich. Ne? Das haben wir ganz gut gemacht. Und vielleicht ein bisschen hoch im Moment die Liga so zum Farmen. Aber ich muss leider, das ist ein bisschen doof, ich muss die Truppe nochmal nachbauen, um hier diese Erfolge jetzt irgendwie zu schaffen. Drachen, wie viel muss ich denn eigentlich mitnehmen? 6. Wie viel sind in dieser Truppe denn eigentlich drin, die ich hier baue? Hier sind 8 drin. Okay, das können wir aber so lassen, glaube ich. Ich glaube, das lassen wir ruhig so. Das lassen wir mal so. Und aber das Gemisch hier ist nicht ganz so nett. Ich glaube, das machen wir doch mal so. Und dann lassen wir die beiden eben mal recken. Ich hau mir jetzt auch noch ein Stündchen, so ein Pülchen rein. Geht ja gar nicht hier, dass ich hier überhaupt nicht weiterkomme. Das geht nicht. Das muss ich abstellen. Also so ein bisschen, ja klar, gebe ich jetzt natürlich aus. Ich habe jetzt einen Bob frei. Aber ich wollte eigentlich wenigstens heute die 5 Millionen reinfarmen. Ich denke mal, das kriege ich hier zumindest beim Alex hin. Beim Donnerbengel kriege ich das leider nicht hin, denn der Alex hat einen ganz, ganz kleinen Vorteil. Der war noch mit im letzten CK und hat hier noch so eine kleine Reserve. Ja, also da sollte ich das irgendwie hinkriegen, aber beim anderen kriege ich das nicht hin. Wir lassen eben mal die Helden reggen, glaube ich. Ich fordere auch schon mal neu an hier. So ein bisschen was für Boden. Ah, Boden. Bodenkarre war schon ganz gut. Okay, Bodengiftkarre. Und ich stecke natürlich mit dem jetzt nicht im CK hier drin. Ich bin Voice-Spektator. Oh, hat er das doch noch geschafft hier, der Kronis? Okay. Ich habe eigentlich eben schon während des Angriffs ausgemacht, weil ich gedacht habe, das packt er sowieso nicht. Mal gucken, da lasse ich mich jetzt mal eines anderen belehren. Denn als er seinen Zeppelin gesetzt hat, habe ich eigentlich schon ausgemacht, weil ich gedacht habe, wie kann das jetzt noch was werden? Aber mal sehen. Dann sind es ja doch 3 Sterne geworden. Okay, dann guckt man natürlich immer mal wieder rein. Also auch CKs wird es natürlich wieder geben, auch mit denen hier. Aber mal sehen, am Mittwoch kriegt er so ein bisschen wieder etwas höhere Rathausstufenangriffe, denn ich bin natürlich irgendwo am Wochenende mit dem Toto abgeblieben und spiele mit denen auch einen aktiven CK mit, einmal woanders, ist ja auch nicht so schlimm, Hauptsache, ich hatte am Wochenende dann gesagt, Hauptsache, ich spiele irgendwo einen CK mit und bin dann in irgendeinen Clan reingekommen, das werdet ihr auch sehen, wo ich da ein bisschen gelandet bin, ist überhaupt kein Thema und dann gibt es auch mal wieder ein bisschen Content von da, denn von da gibt es im Moment leider ein bisschen weniger, dafür gibt es halt ein bisschen mehr von ihnen hier, aber er hat doch noch, die Drachen fliegen doch noch ganz gut, sehe ich gerade. Ich hatte eben echt ausgemacht den Angriff, weil ich gedacht habe, naja, wenn er so jetzt seinen Blimter setzt, also den Zeppelin, dann kann das nichts mehr werden. Vielleicht hätte er ihn irgendwie hier oben reinschicken können, aber er hat das jetzt ganz gut unterstützt. Ich meine, der Heilzauber ist natürlich, der ist Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen, bei den Drachen. Denn der kriegt die, ich meine, er kriegt sie tatsächlich ein bisschen wieder hochgeheilt, ne? Er kriegt sie tatsächlich ein bisschen hochgeheilt. Und weil die auch so langsam durch diesen Kreis sind, ne? Die gehen ja wirklich ganz langsam durch den Kreis und laden da schon eine ganze lange Zeit auf. Naja, gar nicht schlecht. Hat er den doch ganz gut gerettet hier. Und dann sind das hier oben vor allen Dingen schon schöne 3 Sterne. Ja, aber wir lassen jetzt erstmal recken hier. Ich glaube, die Beute schafft er dann ja auch noch. Und sehen uns dann noch ein bisschen zum Farmen wieder. Das olle Clanspiel machen wir natürlich mal eben anders. Weil ich muss so ein bisschen, glaube ich, runter von den Pokis, um ein bisschen zu farmen. Klar mache ich so eine Clan-Spiele auf so, weil es mir jetzt nicht so auf die Pokale ankommt. Also immerhin mal so ein bisschen was reingeballert hier. Und was können wir denn eigentlich nehmen? Sind das Riesen hier? Boxer Giants, Nachtdorf. Oh Mann. Ja, alles so Sachen, wo ich jetzt gerade mal keine Lust drauf habe. So will ich das mal sagen. Wo ich jetzt gerade mal echt keine Lust drauf habe, ist das Tagdorf. Multiplayer Battles, 3 Sterne können wir nehmen. Okay, ab geht's. Mann. So ein Rathaus 9 ist schon nicht schlecht, da schaffen wir wahrscheinlich 3 Sterne, aber wir wollen auch ein bisschen Loot haben.
dass es sich wenigstens für uns ein bisschen rechnet, dass wir jetzt eigentlich fahren wir jetzt gar nicht. Ich mache jetzt eigentlich Aufgaben. Farmen sieht bei mir anders aus. Dann sind mir A, die Aufgaben egal und B, passt der Loot an. Das heißt also, ich gehe dann wirklich nur mit Billigtruppen auf Loot hier und ihr hört das, ich gewöhne mir das so langsam an, dass es Loot heißt und sage nicht mehr ganz so oft Loot. Ist auch nicht schlecht, ne, glaube ich. Den können wir super machen. Der hat auch ein bisschen was für uns. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn wir jetzt nichts hätten, ne? Das Doofe ist, ich habe hier einen Golem in der Clanburg. Eigentlich ist es nicht doof. Geil, gleich Bomben erwischen da, jawohl. Tut erwischt gleich die Bomben hier. Das ist nicht schlecht. So, dann sollen die jetzt aber da auf die Ecke gehen. Ja, das ist ganz gut. Denn der Golem wird jetzt auch gleich leider ein bisschen angeschossen. Und dann heilen den die Heiler. Das ist ein bisschen doof. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Den Zingel müssen wir erwischen und die Queen müssen wir erwischen. Das wäre ganz nett. Vor allen Dingen für unsere Hoggies. Und die ist jetzt schon mal spitz da unten auf die Queen. Ich muss auf jeden Fall auf alle jetzt mal eben aufpassen. Auf alle aufpassen. Auch auf die Päckis hier und den Dicken da. Die Päcker gehen daher. Okay, die Queen ist jetzt auch schon mal in dem Strahl da des Infernos. Und dann gehen wir jetzt hier mit den Hogs rein. Einmal Hogs, zweimal Hogs. Oh, ich kann aber noch einmal hier hinten was in Wut bringen, oder? Ja, die Päckis hier, die auch mit den Dicken da. Ah, das ist gut. Das war nicht schlecht gerade. Okay, aber was mir mal wieder aufgefallen ist, beziehungsweise was nicht mir aufgefallen ist, sondern auch dem Sky ist das mal die Tage aufgefallen, dass ich immer ein wenig wenig Cleanup dabei habe. Ich habe ein wenig wenig Cleanup dabei. Ja, das stimmt. Bei mir müssen es hier einfach irgendwo die Hog Rider reißen. Die müssen das machen hier. Das Cleanup, das wäre ganz nett. Oder aber hier noch ein Larky gesetzt. Ja, die beiden anderen setze ich jetzt mal noch nicht so weit. Aber wir schaffen das ganze Dorf. Ja, ich glaube nicht. Da sind meine Hogs noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ein bisschen schwach auf der Brust. Dann nehmen wir das hier. Oh, wir haben auch schon. Oh, wir haben ja schon, sehe ich ja jetzt gerade. Wir haben ja schon fast alles. Hier unten jetzt Packer und King. Oh, der King hat echt gut durchgehalten. Nicht schlecht. Ja, ist es von Anfang an mit von der Partie gewesen? Okay. Packer noch außen rum. Ja, das geht doch. Es wird. Loot war für mich in Ordnung, um hier jetzt den schmalen Grat zu finden zwischen den Spielen, also den Clan-Spielen, den Herausforderungen. Also irgendwo muss ich jetzt die gesunde Mischung hier finden zwischen Ausgabe, Einnahme und Effektivität. Wie schnell bauen meine Truppen, damit ich das auch einigermaßen hier in der Zeit auch vor allen Dingen schaffe. Denn ihr habt jetzt gesehen, das waren jetzt mal gerade zwei Angriffe, 3-6 Minuten und ich habe hier noch ein bisschen was vor mir, ne? Naja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das immer macht, ob ihr das auch immer einbezieht. Das heißt also, man kann ja viele Sachen machen, Clanspiele, CK, alles so auf einmal. Oder ob ihr erst sagt, ach komm, ich mache erstmal die Herausforderung und kümmere mich dann um die Clanspiele. Oder ob ihr sagt, nee, ich verbinde das natürlich, je effektiver, desto besser. Und desto weniger muss ich hier clashen, was natürlich doof ist. Ihr sollt natürlich Clash of Clans spielen, weil es ja so ein tolles Spiel ist. Und wir hier eigentlich, ja okay, ich meine die drei Defenses hätten wir nicht mehr geschafft, aber der Loot war in Ordnung. Mal sehen, ob ich nachher mit dem Donnerbang auch so viel Glück habe. Oh, den haben wir auch noch reingeballert. Und 2 von 3, ich hatte hier ein Clanspiel angenommen eben. Ah ja, mache 3 Sterne, okay. Ich denke mal, 1 Stern ist in jedem Fall nochmal drin. Und da meine Truppen hier jetzt gerade im Boosten, mache ich nicht mehr Bodengiftkarre, sondern wir nehmen mal Luft mit. Denn Luftgift. Die Tage habe ich auch gut angefordert. Ja, ich weiß, da hat dann noch gleich einer geschrieben. Ihr seid ja aufmerksame Zuschauer. Und einer hat natürlich gleich geschrieben, du kannst kein Wut. Ja, stimmt, ich kann kein Wut. Das liegt einfach daran, dass ich es so ein bisschen gewohnt bin, so vom 11er, 12er, wenn du die halt sehr, sehr viel spielst, da geht halt ein Wut rein. Aber in die anderen geht dann halt kein Wut rein. Ja, mein Gott, Pech für Egon. Und Toto, kann ich dich angreifen zum Üben? Ich würde sagen gleich. Das fragt ihr nämlich gerade der John. Ich blende euch den Chat mal nicht ein. Ich wollte den Chat nicht mehr ganz so oft einblenden. Da muss ich mich mal ein bisschen schlauer lesen. Aufgrund von Datenschutz oder Weitergabe von personenbezogenen Daten. Und deswegen wollte ich den Chat eigentlich nicht mehr einblenden. Den habe ich gerade am Tablet aufgehabt.
Und da muss ich mich mal ein bisschen schlau machen. Wir machen noch einen kurzen Cut. Ein dritten Angriff ist in jedem Fall noch drin. Dann haben wir vielleicht auch schon mal so einen kleinen Status. Wir haben jetzt schon das erste Mal auch gebaut. Bauen hier jetzt auch einmal komplett nach. Ja, und so ein bisschen, so ganz leicht befüllen sich die Lager ja jetzt schon. Auch das ist für mich neu. Dass ich natürlich jetzt immer andere Dörfer bekomme. Das habe ich ja ewig mit diesen Accounts nicht gehabt. Ich meine, klar habe ich da mal einen Zehner gehabt oder so. Aber ich habe jetzt wirklich nicht unbedingt sowas gehabt hier, wer in der Infernos hat. Ja, also gerade irgendwas mit Infernos habe ich ja nun wirklich gar nicht gehabt. Und ihr wisst, ich bin fähiger Blitzer. Ich bin nach wie vor ein fähiger Blitzer. Weil der ist einfach nerviger als ein Luftabwehr ist, das wisst ihr. Ich denke mal, da stimmt ihr mir absolut zu, dass der wirklich nerviger ist. Und mal sehen, was wir hier so mit dem King reißen. Komm, da mal einen Dicken vor. Mal sehen, was der hier so reißen kann. Wir haben ein paar Mauerbrecher. Na, mal sehen, ob wir in so eine Base reinkommen. Der scheint mir auch noch nicht ganz so lange 11 zu sein und ist auch ein bisschen gerusht hier. Aber der dicke King, oh, ich habe ihn vergessen zu zünden, okay? Ich habe ihn vergessen zu zünden und der geht jetzt, den hat meine Queen jetzt erstmal gemacht. Okay, ja, dann haben wir wenigstens schon mal so eine Ecke weg hier. Dann haben wir schon mal so eine Ecke weg, aber die vergesse ich nicht. Die haben wir schon mal nicht vergessen. Einmal hier unsere Ballons mit reingeschickt und hier, ich denke mal, hier rüber können wir jetzt auch wieder die Drachen schicken. Wir haben jetzt wieder so ein kleines Schneise da geschlagen. Und, das sind beides Multi-Inferno, sehe ich ja jetzt erst. Die ist jetzt nicht so schlimm, die Queen, bei solchen Angriffen hier. Das müssen jetzt einfach die Drachen erledigen. Das machen sie auch, aber ich sollte mir so ein bisschen was für die Seiten lassen, ne? So ein bisschen was, weil das ist auch wieder eine Base. Der hat natürlich alles außen, das ist eigentlich doof. Da bin ich selber jetzt gerade wieder blöde gewesen, aber wir müssen ja den einen Stern machen. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich die Drachen jetzt alle außen gesetzt hätte. Und die hätten mir jetzt nur die Lager weggemacht. Ich meine, so haben wir in der Mitte schon mal das dunkle Elixier bekommen. Und ich habe noch nicht alles gesetzt. Dann setzen wir mal alles. Und ich kriege jetzt wahrscheinlich auch noch ein. Ja, das sollte eigentlich ein Stern sein, oder? Ah ja, oh, da ist noch ein Drache. Oh, ich dachte gerade schon wieder, ich kriege einen Anfall. Nein, da ist noch ein Drache. Donnerwetter. Leute. Der Toto mutiert in leichten, kommt in leichten Chaos hier. Mann. Naja, so haben wir wenigstens drei Angriffe gemacht. Ihr seht, in jedem Fall, ich bin am Ball, was diese Dörfer angeht. Mehr recht als schlecht. Jetzt kommen noch diese dusseligen Fallen hoch. Mehr recht als schlecht, aber es geht voran. Und mit ganz kleinen Schritten sind auch die beiden ja lange Rathaus 9 gewesen. Und deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Aber ihr seht, dass wir haben jetzt 290.000 gemacht plus 89.000. Ich guck mal gerade, was 8 Drachen zurzeit kosten. Da 72.000. Tolle Wurst. Aber ganz langsam kommen wir hier auch unseren Errungenschaften entgegen. Noch ein bisschen Hoggies. Da noch einmal Nachtdorf. Das erspare ich euch. Spenden mache ich gleich selber. Okay, mit den Drachen, das wird ein bisschen dauern, glaube ich. Oder ich nehme mir wirklich mal ein paar schwache Dörfer. Könnt ihr mir auch mal reinschreiben, ob er das dann auch macht. Einfach mal 300.000 rausballern für ein wirklich schwaches Dorf, wo du den Loot echt nicht zurückkriegst. Und dann Hauptsache das Spiel hier ist um. Aber ihr seht, das hier echt noch viel zu tun. Und in 6... Okay. In 6 Tagen erst das nächste. Ein paar Rewards haben wir natürlich auch. Ich habe schon so ein paar abgeholt, als die 9 waren. Da habe ich mir die nämlich abgeholt, weil ich dafür Gems bekommen habe. Genau, ich glaube, weil ich da teilweise Gems für bekommen habe. Jetzt kann ich die natürlich super nachher claimen. Die hier glaube ich eher weniger, weil da habe ich noch, ich muss gerade einen kleinen Check machen, wie viel ich eigentlich von diesen Bugs noch habe. Ah nee, der ist schon weitgehend runtergefarmt. Okay, da könnte man eigentlich mal einen nehmen. Hier, dann kommen hier wenigstens so ein paar Ressourcen rein. Und dann nehme ich mir den gleich. Ja, habe ich auch gar nicht dran gedacht. Muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass es da sowas auch gibt. Und ich hoffe, die zweite kleine Folge hat euch gefallen. Aber es ging eigentlich darum, dass wenn man mal so gar nichts tut und plötzlich kommt man wieder ins Spiel rein und dann sieht man so, Alter, was muss ich denn jetzt alles machen hier? Dass man dann doch ganz schön, wo fange ich denn jetzt an? Ja, ich weiß gar nicht, wo Anfang und Ende ist. Ich muss jetzt auch mal schauen. Ich werde mal ein bisschen offline jetzt Nachtdorf spielen. Da habt ihr keinen Bock drauf. Ich eigentlich auch nicht, aber ich mache es dann halt zum Zweck. Ich hoffe, ihr bleibt am Kanal dran und verbleibe bis auf Mittwoch, morgen schon Mittwoch. Da kommt auf jeden Fall eine normale Folge, hatte ich schon gesagt. Abends wieder ein schöner Livestream auf Twitch. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, euer Toto. Tschüss.